Ihr alle kennt unsere Kräuterschnecke am Hintereingang unserer Schule. Aber habt ihr euch schon mal gefragt, warum sie Teil unserer Schule ist, beziehungsweise welchen Bezug sie zu unserer Namenspatronin Hildegard von Bingen hat? Nein? Wir anfangs auch nicht. In unserer Schule sind jedoch viele kleine Orte, die an Hildegard erinnern sollen. Aber wieso jetzt eine Kräuterschnecke? Hildegard von Bingen war eine der ersten, die mit Heilpflanzen praktiziert hat. Sie entdeckte, dass in der Natur eine universelle Kraft wirkt. Sie nennt diese Kraft die Grünkraft. Hildegard findet die Grünkraft in allem, was es in der Natur gibt. Also nicht nur in Pflanzen, sondern auch in Tieren, Steinen, Wasser und Luft. Diese Grünkraft soll eine heilende Wirkung auf den Menschen haben. Noch heute werden ihre Naturheilverfahren angewendet. Rund 3% in Deutschland nutzen die Medizin heute noch. Du kannst zum Beispiel die Hildegard von Bingen Ringelblumencreme in der Apotheke kaufen.